opgepast. Niet alles geloven wat een schrijver zegt. We zijn gewaarschuwd door de schrijver zelf. Hans Magnus Enzensberger woont in Duitsland, München, hoofdstad van de deelstaat Beieren. Bekend om zijn bierfeesten, grote parken, features, cultuurtempels, Olympische Spelen en ook hoofdstad van de nazi-beweging voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Enzensberger is een van de meest omstreden, maar ook een van de meest invloedrijke schrijvers. Een geweten van Duitsland. Hij bemoeit zich aanhoudend met het maatschappelijk debat. Elke publicatie, en het zijn er veel, heeft voor opschudding gezorgd. Enzensberger is in de eerste plaats een dichter, maar hij is ook een roman- en toneelschrijver, essayist en uitgever. Zijn werk werd in meer dan 40 talen vertaald. Hans Magnus Enzensberger, een charmante man met een opgewekt humeur, ontvangt ons in zijn appartement voor een gesprek. Kan man auteur worden door een entscheidung, zeggen? Ja. Wissen Sie, diese Sache mit der Literatur, das hat auch etwas, das ist auch ein bisschen wie ein Laster. Also, ein Raucher will ja nicht aufhören zu rauchen. Und jemand, der von der Literatur gebissen ist, der will es nicht bleiben lassen, ganz einfach so. Und dann eines Tages stellt sich dann heraus, dann steht da irgendwo der Beruf Schriftsteller. En schrijven doet hij. Literatuur moet niet alleen over het leven of over de liefde gaan. Literatuur moet een allesvreter zijn. Politiek, Duits verleden, Duitse deling, kernbewapening, asielrecht, terrorisme, wetenschap, wiskunde. Dichtbundels, kinderboeken, essays. Enzensberger schrijft over alles, want hij is gefascineerd en probeert te vatten wat er in de wereld omgaat. Wissen Sie, das ist auch eine Art Tourismus, die Schriftstellerei. Das heißt, man bleibt nicht in seinem eigenen Milieu. Ich mag Bücher nicht gerne, wenn Schriftsteller über die Schriftstellerei schreiben. Also wie schwer, das hat einen Writer's Block, der kommt nicht voran und dann muss er einen Roman drüber schreiben. Finde ich ein bisschen langweilig. Ist doch besser, man interessiert sich für etwas anderes. Und so eine Arbeit, ja, das ist ja wie ein fremdes Land. Das ist ein bisschen eine Reise, ist das, in ein Milieu. In ein Milieu, das sowohl sozial, gesellschaftlich fernliegt, aber auch zeitlich, chronologisch fernliegt. Und da macht es ja viel mehr Spaß, denn da kann man etwas entdecken, was man noch nicht wusste. In de tijd van het fascisme wist ik niet dat ik in de tijd van het fascisme leefde, zegt Hans Magnus Enzensberger. München was de hoofdstad, de thuishaven van de Nationaal-Socialistische Partij. De stad diende als uitvalsbasis van Hitler. Hij woonde er en hield regelmatig toespraken in de bierkelders. In 1923 vond er onder zijn leiding een putsch of een staatsgreep plaats. De poging tot machtsovername strandde bij de Odeonsplatz. Odeonsplatz, Brienerstraße, Königplatz. Het zijn de oude getuigen van de nazi-beweging, maar vandaag hebben de gebouwen een andere bestemming gekregen en zijn de pleinen leeg. Enzensberger werd geboren in 1929. Hij groeide op in een burgerlijke familie in Nuremberg. Hij was een kind toen Hitler in 1933 Rijkskanselier werd van het Derde Rijk. Men had mij gezegd, du musst dan die Hauptstraße dahin gehen, denn da komt Hitler voorbij. Aber gab es auch eine Menge von Zuschauern, so am Spalier und so weiter. Wurde alles abgesperrt ein bisschen so. Und dann hat man da gewartet. Ich war so klein, dass ich, glaube ich, unter den so durchschauen konnte. Da waren so
uniformierte Leute und ich wollte, war neugierig und wollte sehen, wie der, wie dieser Hitler, alle haben von diesem Hitler geredet, wie der eigentlich ausschaut. Und ich muss leider sagen, ich war ein bisschen enttäuscht. Weil ich weiß nicht, was ich mir erwartet habe, irgendwie was Großartiges. Aber da war so ein Mann, der stand in einem Auto und hat immer so gemacht. Hat immer so gemacht. Das fand ich hat mir keinen großen Eindruck auf mich gemacht. Aber ich weiß noch, dass ich enttäuscht war. Natürlich später, in den 30er Jahren, da haben Sie schon Erinnerungen. Sie waren ja, natürlich, habe ich die ganze Sache mitgekriegt. Ja. Ich meine, ich war 17 am Ende des Krieges. Also, und das sind natürlich Dinge, die man auch nicht mehr loswerden kann. Also das ist ja ganz klar. Ich meine, es ist nicht nur der Bombenkrieg, auch diese lächerliche Herumkommandiererei. Die Hitlerjugend. Sie hatten damals schon keine Lust mitzumachen eigentlich. Naja, das war ja, Ihr Eigensinn. Na, ich war ja kein Antifaschist, weil natürlich. Das gab es gar nicht. Das Wort hat es gar nicht gegeben. Also, und nur das war alles sehr lästig. Das war alles sehr lästig, weil man dauernd angeschrien, herumkommandiert, macht das, macht jenes und meistens von Deppen, von Idioten. Also das hat man ja schon gemerkt. Die waren ja nicht so, keine brillanten Leute eigentlich, diese HJ-Menschen da und so weiter. Und naja, und dann bin ich halt oft da nicht hingegangen und so weiter. Und dann haben sie mich rausgeschmissen. Das war keine angenehme Zeit, für Sie persönlich auch nicht? Sei es denn zu Nein, natürlich nicht, es war lästig. Also es war zunächst mal, aber es, vor allem für einen Jungen war es lästig. Aber vielleicht liegt es auch an mir. Wissen Sie, es gibt ja Leute, die mögen gerne in der Truppe sein. Die mögen gerne mit, wenn da viele sind, möchte ich auch dahin und so weiter. Also ich meine, es vielleicht liegt auch an mir, dass ich da keine Begabung dafür habe, für diese Gemeinschaftserlebnisse nur. Das haben Sie nie gemocht, ne? Ja, hatte ich eigentlich nicht gemocht. Ich meine, gut, es ist ja, man kann sich doch besser zum Beispiel mit 3 Leuten unterhalten als mit 10.000. Zusammenbruch, wie haben Sie den belebt? Ja, der sogenannte Zusammenbruch, das ist auch ein komischer Ausdruck. Aber gut, aber das war natürlich ganz fantastisch. Denn mit einem Mal waren diese ganzen aufgeblasenen Autoritäten weg. Die sind sofort wie die Ratten, haben sich sofort verkrochen. Ja, die waren nicht mehr da, hatten nichts mehr zu sagen. Und stattdessen, es war eigentlich ein bisschen anarchistisch, weil eine Regierung gab es nicht. Das Einzige, was es gab, war Military Government. Aber das war irgendwo weit weg. Im Hauptquartier saßen die Generäle. Und sonst hatten wir halt Besatzung. Und das war auch ganz lustig, denn da waren dann, dort wo ich gewohnt habe, da waren nicht nur Amerikaner, sondern auch Engländer. Briten, ja. Und mit denen habe ich mich natürlich sofort unterhalten. Die hatten interessante Sachen zum Lesen, die hatten zum Beispiel Bücher. Sie konnten schon Englisch? Ja, ja. Damals, ja? Mhm. Weil zum Beispiel Kafka habe ich zuerst auf Englisch gelesen, weil die amerikanischen Truppen hatten solche Bücher, die umsonst vom Pentagon wurden die geliefert an die Soldaten. Damals war ja noch aufgeklärte Soldaten. Vereinigte Staaten, das war ja noch die Roosevelt-Tradition war das, ja. Und die wollten die GI-Bill, die wollten denen eine Erziehung geben. Und die wollten, also daher diese Bücher, riesige Bücherkisten kamen an. Und nicht alle Soldaten wollten unbedingt diese Bücher lesen. So konnte ich mir die holen. Und da war Kafka dabei. Ich wusste nie was von Kafka gehört. Aber also die amerikanischen Soldaten haben ja Kafka mitgebracht auf Englisch? Ja, alles. Alles, die hatten, also es gab auch Trivialromane, so Louis Bromfield oder so, irgendwelche so spannende Geschichten halt, aber es gab auch richtig Literatur. Thomas Mann gab es auf Englisch, Kafka auf Englisch, war fantastisch. Und außerdem war das die Zeit natürlich auch, wo man sich selber durchschlagen musste.
ein bisschen Schwarzhandel, ein bisschen so, und hat sich durchgeschlagen. Haben Sie es auch gemacht, diesen Schwarzhandel? Ja, selbstverständlich. Ja, ich war ein tüchtiger Schwarzhändler, und ich glaube, das war auch, da habe ich den Kapitalismus schon irgendwie sehr gut verstanden, wie das geht. Und ich wusste also, wie das geht, und dann habe ich mir gedacht, ja gut, das ist sehr interessant, aber also lebenslänglich möchte ich nicht Geschäftsmann sein. Es genügt, wenn man weiß, wie es geht. Hier voeren de lichtgewonden met de zwaargewonden oorlog. Hier moet je onverbiddelijk aardig voor elkaar zijn. En dat is het kleinere kwaad. Dat verbaast mij niet. Dat nemen de kopers op de koop toe. Hier, waar de ene hand de andere wast, hand op het hart, hier zijn we thuis. Laten we hier hutten bouwen, op deze Arische schroothoop, op deze hoestende parkeerplaats, waar uit de ruïnes ontspruiten. Splinternieuw, ruïnes uit voorraad, op afbetaling, op afroep, tot wederopzeggens. Het is heerlijk hier te zijn. Ich finde, diese Nachkriegszeit war schon fantastisch. Wie das bis wann? Ja, bis es sich wieder konsolidiert hat. Ja. Dann begann die Langeweile der 50er Jahre. Ach so, ja. Ja, dann begann die Langeweile der 50er Jahre, und dann kamen natürlich auch dann die Last der ganzen Sauereien, der ganzen Verbrechen kam dann nach und nach zum Vorschein. Und dann fing man an, sich zu überlegen, ja, bevor man zum Arzt geht, was hat der eigentlich gemacht damals? Wieder nicht bei einem Mengele da und so weiter. Also dann kamen diese Obsessionen, die nicht grundlos waren. Und dann hat man sich natürlich aufgeregt und dann gesagt, diese alten Nazis müssen weg und so weiter. Da gab es so eine Art schrille Aufregung, ja. Und als sich das dann ein bisschen mehr konsolidiert hat, als es dann auch das Wirtschaftswunder und so weiter, dann wurde es mir sehr langweilig. Und ich dachte, jetzt gehst du mal weg. Und dann war ich fast 10 Jahre im Ausland, in verschiedenen anderen Gegenden der Welt. Und weil ich auch gedacht habe, denn irgendwann habe ich gedacht, also man muss ja ein bisschen in der Müllabfuhr, musste man ja schon ein bisschen arbeiten. Diese ganze, muss ja alles ein bisschen hier hygienisch gemacht, die Hygiene und so. Aber dann habe ich mir auch gedacht, weißt du, also du bist halt ein Deutscher, das ist auch nicht, das macht ja nichts, aber es ist doch kein Beruf. Es ist doch kein Beruf, ich kann doch nicht mein ganzes Leben lang mich nur mit diesen deutschen Problemen da immer herummachen. Ich meine, die Welt ist doch ein bisschen größer, die ist doch ein bisschen reichhaltiger. Es gibt doch andere Sachen, warum immer das und so? Und das wird ja zur Manie, wenn du das immer da wühlst und wühlst. Nein, nein, also da ist auch eine Art Immunreaktion, dass man sagt, jetzt, also bitte, ich habe meinen Teil jetzt da gemacht erstmal, ja. Also tschüss, wiederschauen, jetzt wollen wir mal sehen, wie es woanders ausschaut. Vielleicht hat man als junger Mensch, denkt man ja auch, da schaut es besser aus. Das ist ein Fluchtreflex aus dem eigenen. Das ist, glaube ich, ganz gesund. Später entdeckt man dann vielleicht, dass die anderen auch Probleme haben. Gut. Ein ungreifbar enfant terrible, ein angry young man. Das war Enzensberger in den Jahren 50. Hij doet de Duitse naoorlogse literatuur daveren door zijn krachtige visie op poëzie en politiek. Samen met Günter Grass, Heinrich Böll, Martin Walser is hij een van de meest actieve leden van de groepen 47. In de jaren 60 en 70 wordt hij een boegbeeld van de linkse beweging. Zijn vlijmscherpe teksten zijn een commentaar op de tijdsgeest.
Op de barricades in 1968 stonden de studenten zijn versen te schreeuwen. Ik ben ja niet 68 naar Berlin gegaan, ik ben 65 naar Berlin gegaan, weil ik irgendwie het gevoel had. Da passiert etwas. Irgendwas ist da fällig, das kann so auch nicht mehr weitergehen. Jetzt müssen wir mal schauen, was da passiert. Das muss ich so, wie die Ethnologen sagen, teilnehmende Beobachtung. Und das war auch interessant, das war spannend, das war verrückt. Illusionen, alle möglichen komischen Sachen. Aber es war schon ganz gut, dass aus dieser Stagnation herauszukommen. Das war einfach schon mal gut. Und ich meine, wenn man wieder ein bisschen so theoretisch die Sache betrachtet, es war einfach so, dass die Verkehrsformen in der deutschen Gesellschaft waren anachronistisch. Es war immer noch ein Obrigkeitston, wie ein Arzt mit einem Patienten spricht, wie ein Professor mit dem Studenten spricht, wie ein Polizist mit dem Bürger spricht. Ja. Das war alles noch, hatte einen wilhelminischen Rest. Und das hatte kein objektives Korrelat mehr zu den tatsächlichen Verhältnissen dieser Gesellschaft. Also das musste irgendwann mal, musste das weichen. Da musste etwas anders, es musste anders werden. Und um das, und wahrscheinlich war das der Sinn von diesem ganzen Riesentheater. Das war natürlich die Weltrevolution, da gab es überhaupt keine Weltrevolution, das gab es ja gar nicht. Aber nur durch eine ungeheure Entwicklung von Krach konnten eine Minorität so einen Prozess überhaupt in Gang setzen. Also deswegen glaube ich auch gar nicht, dass das so eine Niederlage war. Demonstrationen, Krawalle, Proteste. Ostern 1968 in Berlin und zahlreichen westdeutschen Großstädten. Het politiek debat laaide hoog op. Het wereldgebeuren moest begrepen worden. Er moest duidelijkheid komen. Later zegt Enzensberger, de morele bewapening van links kan me gestolen worden. Ik ben geen idealist. Ik verkies argumenten boven belijdenis. Twijfel ligt me nader aan het hart dan sentiment. Enzensberger houdt van tegenspraak, want dat prikkelt tot discussie. Dialectiek is een plezierig spel. Sie sind immer gerne verreist. Sie haben auch viel umgezogen. Das größte Abenteuer war das Kuba. Ach ja, nein, das war eigentlich auch eine Art Studienaufenthalt. Ich war ein Jahr da in Kuba, weil ich komme ja aus einer linken politischen Kultur. Also habe mich sehr früh, schon in den 50er Jahren, mit Marx beschäftigt und so weiter und so weiter. Und aber ich bin jemand, der nicht gerne nur aus Büchern die Welt verstehen will. Und deswegen bin ich eigentlich in alle diese sozialistischen Länder, da bin ich immerhin, habe mir die angeschaut. Ja? Ich glaube, in Nordkorea war ich nicht, aber sonst war ich ungefähr in all diesen. Und je mehr ich das kennengelernt habe, desto weniger hat es mir gefallen. Und dann habe ich gedacht, na gut, machen wir noch einen letzten Versuch. Also, und zwar kann man so nennen, Best Case Analysis. Best Case, der beste Fall heißt eine Revolution, die die Leute selbst gemacht haben, bei der ungefähr, ich würde mal sagen, 3/4 der Leute wollten das Regime abschaffen und ein anderes haben, waren begeistert von dieser kastristischen Revolution damals und da waren keine russischen Panzer. Bitte. Also, das ist eigentlich ein Idealfall. Also so. Und jetzt schauen wir mal, wie es da aussieht, wie es da geht. Und mit einer gewissen Gründlichkeit gemacht, weil ich ja auch gehofft habe, ich hatte eigentlich, ich habe mir
ich hatte gehofft, dass da irgendwas Besseres da passiert und so war. Und Kuba ist ein, sind ja wunderbare Leute auch, also es war sehr angenehm, die Leute und so weiter. Nur ich habe dann eben feststellen müssen, es wird auch nichts mehr. Und insofern war das eben auch mal notwendig, sich das klar zu machen. Also das funktioniert ökonomisch nicht, funktioniert politisch nicht, es führt zur Zentralismus, zur Einparteienherrschaft, zur Unterdrückung und so weiter und so weiter. Und dann, gut, dann, damit war für mich die Sache irgendwann geklärt. Ja? Denn man kann ja nicht sagen, ja, das ist jetzt 20 Mal schiefgegangen und das 21. Mal wird es bestimmt gut gehen. Also das ist mir abhanden gekommen. Das war das Ende der Naivität, oder? Ja, es war das Ende eigentlich. Ich habe dann auch entdeckt, dass auch da bin ich mangelhaft begabt, mit dem, was das utopische Denken betrifft. Ja? Also Messianismus, das Paradies auf Erden, der neue Mensch. All diese Sachen, dafür bin ich nicht geeignet. Ich bin das meine schwache Seite, wissen Sie. Ich glaube das alles nicht. Aber jemand, der mal die Badehose Khrushchevs getragen hat, ist eines Besseren belehrt. Ja, aber das ist ja nur eine Anekdote. Das war eben auch, weil ich habe auch die Sowjetunion ziemlich gut gekannt, weil schließlich war das die größte Macht damals innerhalb dieser sozialistischen Welt und wollte es einfach mal von innen sehen. Man muss das anschauen. Ich kann nicht. Ich lese auch gerne irgendwelche theoretischen Bücher, Philosophen, alles was Gutes. Aber letzten Endes für mich der Test ist mehr hautnah. Mhm. Wir wissen, wie riecht das, wie fühlt sich das an, wie sind die Leute, ja, was machen die für Gesichter und so. Ohne das bleibt das ein bisschen blass für mich alles. Ich mache bis auf die Haut nass, Personen mit nassen Koffern aus. Auf schiefer Ebene sehe ich sie stehen, gegen den Wind gelehnt, im schrägen Regen, undeutlich, am Rande des Abgrunds. Nein, es ist nicht das zweite Gesicht. Das Wetter ist schuld, dass sie so bleich sind. Ich warne sie. Ich rufe zum Beispiel, die Bahn ist schief, meine Damen und Herren. Sie stehen am Rande des Abgrunds. Jene freilich lachen nur matt und rufen tapfer zurück. Danke gleichfalls. In 1969 schreef Enzensberger De Ondergang van de Titanic. Hij stuurde het manuscript vanuit Cuba naar Parijs, waar het nooit aankwam. Terug in Berlijn in 1978 schrijft hij het opnieuw op basis van herinneringen. Enzensberger gebruikt de Titanic, het schip dat nooit zou zinken, als metafoor voor de ondergang van het communisme. Het stuk, De Ondergang van de Titanic, is het afscheid van zijn radicaal linkse verleden. Das hatte eben mit dem zu tun, mit dem Verlust der Utopie hat es etwas zu tun, glaube ich. Ja, aber das ist nicht alles, das spielen alle möglichen Sachen eine Rolle, auch die Desillusion, das Moment der Desillusion, das ja auch eine psychische Sache ist, wo viele Leute, fällt es ja sehr schwer. Ich meine, man kennt ja Leute, die ihr Leben investiert haben in irgendeine Bewegung, in irgendein Ideal und so weiter und wie schwer es für die ist, zu sagen, also das ist es nicht. Ja? Das ist wahnsinnig schwer, so in Ostdeutschland Leute, aber nicht nur dort, sondern viele, viele, im Grunde ist es auch mit dem American Dream ein bisschen so. Es fällt den Amerikanern wahnsinnig schwer zu sagen, Moment mal, also irgendwas daran stimmt einfach nicht, es ist nicht so. Das ist schwierig. Und das ist interessant. Die Desillusion.
Nun, Katastrophe hat sie immer interessiert eigentlich. Andererseits sind sie auch ein heiterer Mensch, würde ich sagen. Ich meine Stichwort Diderot zum Beispiel, ja. Der fröhliche Philosoph. Wie kann man diese zwei eigentlich zusammenbringen? Ja, zum einen finde ich das einfach unhöflich. Wenn man eine Depression hat, wenn man deprimiert ist, wenn man keine lustlos ist, warum soll man es den anderen vorführen? Es ist doch keine schlechte Manier, finde ich. Das tut man doch nicht. Das kann man ja muss man schon mit sich selber ausmachen. Solche. Geht man nicht in Therapie, nee. Um Gottes Willen, das ist das Allerschlimmste. Nein, gut, also ich will nicht sagen, wenn jemand wirklich klinisch krank ist, sowas gibt es ja, nichts dagegen. Aber ich meine, diese Therapiesucht von den Leuten, die dann immer glauben, weil irgendwie sind die Freunde davon gelaufen, zum Therapeuten gehen. Ist doch Quatsch. Nein, also. Und deswegen ist die, von einem Franzosen, Alain, gibt es ein Buch, Die Pflicht, glücklich zu sein. Eigentlich ist ja lustig. Das ist lustig, ja. Also zumindest, es gibt so einen Moment daran, was auch eine Frage der Haltung ist, denke ich mal. Ja. Und sonst bin ich ja ein Verteidiger auch der Normalität. Denn das heißt, es gibt auch sowas, was einen schlechten Ruf vielleicht hat bei vielen Intellektuellen. Das ist der Alltag, das ist der Common Sense, das ist ein bisschen die Terra-Terra-Sachen, ja, dass man also nicht so einfach nur, gut, der fliegende Roboter, der hebt ab, ja, aber der kommt auch wieder auf den Boden vielleicht. Ich finde, das sollte beides sein, weil also so, nur in der Stratosphäre gefällt es mir auch nicht. Hoe hij dat toch klaarspeelt, die hinkende hengel, dat loopt maar en loopt maar, decennia lang, op twee eenzame benen, zonder flauw te vallen, zonder samen te vallen met de horizon. Een soort koortedans, 100 maal, strompelend, struikelend, vallend, moeizaam geleerd. Een duizelingwekkende loopbaan, een schommelen en tuimelen, links, beneden, voor, rechts, achter, de zwaartekracht tegemoet. Sie haben, ich glaube, 1962 schon den Büchnerpreis gekriegt. Das ist doch der größte literarische Preis in Ja, das war damals auch ein bisschen so ein komischer Putsch, weil normalerweise muss man dann erst 50 sein, wo man den Ja, kriegt. Genau. Ne? Na ja. Damals gut, haben Sie gut, ja, ich sage ja, ich habe ja Glück gehabt, das gebe ich ja zu. Aber ja. Schließlich, ein Preis ist auch nur ein Preis. Ich meine, der macht die Bücher auch nicht besser. Sie können einen Nobelpreis kriegen und Ihre Bücher werden dadurch nicht besser. Nicht besser. Aber damals haben Sie eine Rede gehalten, die ziemlich tief gegangen ist. Ne? So, da haben Sie eine ja. Rede gehalten und ja. Da haben Sie eigentlich so zusammengefasst gesagt, ja, es gibt nur einmal zwei Deutschlande, wir werden die beide akzeptieren.